Ich fühle mich als Soldner. Als Hamid Faizi vor 5 Jahren nach Olten kam, verstand er kein Deutsch. Heute absolviert der 20-Jährige eine Lehre als Informatiker mit Berufsmatura. Hamid Faizi spaziert mit hochgezogenen Schultern dem Heilweg entlang, die Hände in den Taschen, seine Jacke vergraben. Der Freitagnachmittag Ende Februar ist angenehm warm. Milde Sonnenstrahlen verheißen den nahenden Frühling. Erst vor wenigen Jahren ging Faizi zum ersten Mal den Kaidweg entlang. Ich war ziemlich verwirrt, erinnere sich, während er den Blick über die Brache hinter Olten Südwest schweifen lässt. Damals war er eben beim Bahnhof Hammer aus dem Zug gestiegen, erhaschte erste Blicke von Olten und suchte nun die Zivilschutzanlage im Kaid. Dort sollte die Reise enden, die mehrere Monate zuvor in Teheran, Iran, begonnen hatte. Das war im November 2015, da war Faizi 15 Jahre alt. Heute wohnt Faizi im Hammerquartier, absolviert in Basel eine Lehre als Informatiker und büffelt für die Berufsmatura. Ich bin zuversichtlich, dass das mit dem Lehrabschluss klappt, sagt er und lächelt. Schlechte Noten in der Schule hat er noch nie. In Mathe war ich fit, erinnere sich an seinen ersten Schultag im Oldner Schulhaus Froheim. Wenige Wochen vor den Sommerferien 2016 war Faizi zu einer 7. Klasse gestoßen. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, hängt er an, denn Deutsch habe ich damals kaum verstanden. Was bringt es, in die Schule zu gehen, wenn ich dem Unterricht nicht folgen kann, habe er sich gefragt. Die Sekundarschule sollte er später als einen der Jahrgangsbesten abschließen. Denn Faizi paukte Deutsch. Mir war klar, dass ich die Sprache lernen muss, erzählt er. Schon bald nach seiner Ankunft im Kaid wurde ihm die angebotenen Deutschkurse zu wenig. Zweimal pro Woche, 1,5 Stunden, sagt mir ernst Mine und lässt die Worte verklingen. Immer wieder setzte sich Faizi mit seinem Smartphone auf eine Bank vor die Migros im Hammer. Da hatte ich Internetzugang. Faizi lud sich Deutschkurse auf YouTube herunter. Um sich dem Stoff ungehört zu widmen, schlief er manchmal tagsüber und lernte in der Nacht, während seine 15 Zimmergenossen schliefen. Außer den Deutschkursen durfte Faizi damals aber noch nicht zur Schule. Eines Tages traf er im Oldner Kultibo auch die Familie Schmutziger. Ich erzählte von meiner Situation, erinnerte er sich. Markala Schmutziger machte sich bei den Behörden für den Jungen stark, schrieb Briefe, telefonierte herum, schließlich nahm die Familie Faizi als Pflegekind auf. Die behördlichen Auflagen waren damit erfüllt und Faizi kam eben ins Fruheim. Für diese Möglichkeit bin ich unendlich dankbar. In Iran die Afghane, in der Schweiz Iraner. Ich fühle mich als Oldner, sagt Faizi bestimmt. Im Iran war ich ein Afghane, in der Schweiz bin ich ein Iraner, erklärt er nachdenklich. Faizi selbst flüchtete aus Afghanistan nach Teheran, als er 1 Jahr alt war. Ihre Liebe ist in Afghanistan verboten, weil sie nicht der gleichen Ethnie angehören. Sie leben ohne Papiere in Teheran, zusammen mit Faizis 4 jüngeren Geschwistern. Niemand in der Verwandtschaft durfte in Teheran an die Universität, berichtet Faizi. Afghanen würden im Iran diskriminiert. In Olten wurde ich von Beginn weg gut aufgenommen, sagt Faizi. Inzwischen kennen er hier viele Leute, mehr als früher in Teheran. Er spielt Fußball für den FC Trimbach und pfeift als Schiedsrichter Spiele in der 5. Liga. Und Faizi fährt Ski. Vor 2 Wochen war ich mit Kollegen ein paar Wochen in Engelberg, erzählte, seine Skisaison habe aber unter dem Corona-Pandemie gelitten. Vielleicht ein Austauschjahr in England, antwortet Faizi auf die Frage nach seinen Zukunftsplänen. Um Englisch zu lernen, hängt er an. Und wegen der Premier League, der besten Fußballliga der Welt. Ich habe keinen Lieblingsclub, eher Lieblingstrainer. Mourinho macht mir Eindruck. Faizi ist nun seit 5 Jahren in der Schweiz. Nach dieser Zeit ist es vorläufig aufgenommenen Ausländern erlaubt, eine Aufenthaltsbewilligung zu beantragen. Faizis Antrag wurde Ende Januar abgelehnt. Ich verdiene zu wenig Geld, weil ich noch in der Ausbildung bin, nennt er die behördlichen Gründe. Aber wie soll ich genug Geld verdienen, solange ich in Ausbildung bin?
fragte rhetorisch. Die Absage sei ein Schlag gewesen. Ich war fest überzeugt, dass das klappt. Diese Sorge trage er nun mit sich herum.